Schwestern, und das ist eigentlich heute auch mein Thema. Was ist echte Nachfolge? Ich denke, Gottesdienst ist dafür da, dass wir Gott dienen, ihn ehren, indem wir ihn anbeten, indem wir Lieder zu seiner Ehre singen, indem wir ihn loben, ihn preisen, ihn verehren. Aber Gottesdienst ist auch dazu da, dass wir uns immer wieder auch durch das Wort Gottes prüfen, uns die Frage stellen, lebe ich richtig als ein Nachfolger Christi? Stimmt in meinem Leben alles? Gottesdienst ist auch dafür da, unser Leben zu korrigieren, wenn es nötig ist. Und dass wir unser Leben wirklich so führen, wie es Jesus Christus wohlgefällig ist. Ja, wir haben heute schon gehört von der Herausforderung. Jesus hat so manche sehr herausfordernde Dinge gesagt in der Bergpredigt. Er hat die Menschen herausgefordert, er hat manche krasse Dinge gesagt, die heute vielleicht so manch einem in den Ohren wehtun würden, wenn wir sie ernst nehmen. Aber wie ist es mit uns als Nachfolger Jesu Christi? Sind wir bereit, auch so ein Leben zu leben, so ein Leben zu führen? Ist unser Leben echte Nachfolge Christi oder nicht? Wisst ihr, ich hatte früher öfters, wenn ich unterwegs war mit dem Auto, hatte ich NDR1 Niedersachsen gehört. Das ist schon lange her. Ich bin schon jahrelang nicht mehr auf diesen Sender gewesen. Jetzt höre ich nur noch ab und zu NDR Info, damit ich so ein bisschen informiert bin. Und da gab es so eine Sendung, die hieß Echt oder Ente. Konnte man auch Geld gewinnen. Da gab es irgendeinen Ausspruch und dann konnte man anrufen und dann, wenn du dann das richtig gesagt hast, geantwortet hast, wenn du unterscheiden konntest, ist das echt oder ist das falsch, dann hast du eine gewisse Summe dort gewinnen können. Ich kann mich an eine Frage erinnern, wo ich dann saß und habe gedacht, ist die Frage echt oder nicht? Da wurde gefragt, in Argentinien gab es oder gibt es eine Maradona Church. Man hat eine Kirche gegründet zu Ehren des Fußballers, der ist mittlerweile verstorben, Diego Maradona. Ist das echt oder Ente? 70.000 Anhänger. Und da saß ich da und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hieß es, es ist echt. Da habe ich gedacht, wie verrückt kann man sein? Ja, ein Mensch, der ja, sterblich nachher auch den Alkohol und Drogen verfallen und man hat ihn angebetet als Gott. Wie schrecklich. Aber das war echt. Das war tatsächlich eine echte Aussage. Geschwistern, uns geht es heute darum, oder mir geht es darum, wie ist unser christliche oder unser Leben der Nachfolge? Ist es echt oder nicht echt? Ich bin durch ein Wort der Bibel darauf aufmerksam geworden, bin da hängen geblieben im Markus-Evangelium, 8. Kapitel, die Bibelstelle, Markus 8, Verse 34 bis 38 werde ich lesen. Hier heißt es, und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Schwestern, dieser Abschnitt hat mich einfach nicht losgelassen. Tagelang bin ich mit meinen Gedanken immer wieder zurück. Bei mir ist die Überschrift von der Nachfolge. Ja? Und ich habe meine Predigt so genannt, was ist echte Nachfolge? Ich denke, Geschwister, es ist wichtig für uns, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, mein Leben, ist das echte Nachfolge Jesu Christi oder nicht? Heute gibt es leider, ich war erschrocken, als ich das vor kurzem gehört habe von einem Prediger, hat gesagt in seiner Predigt, es gibt heute mittlerweile 42.000 christliche Denominationen. 42.000 christliche Strömungen, Richtungen. Und ich denke, jede behauptet von sich, wir sind die Echten. Wir verstehen es richtig, wir begreifen es am allerbesten.
Und wir sind auf dem richtigen Weg. Aber was ist wirklich echte Nachfolge? Jesus spricht hier von der Nachfolge. Und er ruft hier nicht nur seine Jünger, ja, sondern es heißt hier, und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen. Ja, das heißt, diese Aussprache hat er nicht nur seinen Jüngern gesagt, sondern allem Volk, alle, die es hören wollten, zu denen hat er gesagt, wer mir nachfolgen will. Und ich möchte über diese drei Kriterien sprechen, die Jesus hier erwähnt. Er sagt, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das sind schon zwei Kriterien. Das erste Kriterium, sagt Jesus hier, Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Schwestern, das ist etwas, was heute vielen Christen überhaupt nicht passt. Wir leben gerade hier in der westlichen Welt, in der modernen Welt oder wie auch immer ich es nennen mag, ja, wo das Schlagwort aller eigentlich heißt Selbstverwirklichung. Ja, nicht Selbstverleugnung, sondern Selbstverwirklichung. Das ist das, worum es den meisten Menschen geht. Aber Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Was steht für mich in meinem Leben an erster Stelle? Ist Gott an erster Stelle? Man hat Jesus einmal gefragt, ja, die Pharisäer, Schriftgelehrten, die waren ja immer ihm auf den Fersen und haben ihm immer versucht, irgendwelche Fangfragen zu stellen. Und einer von ihnen fragte ihn Jesus, Jesus, welches ist das erste und wichtigste Gebot im Gesetz? Worauf kommt es wirklich an? Und Jesus hat ihm geantwortet. Gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Gemüt, mit deinem Verstand. Gott muss an erster Stelle stehen. Und das Zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, wir haben es heute gehört, sogar den Feind lieben. Ja, Jesus hat es hervorgehoben in der Bergpredigt und hat gesagt, hungert dein Feind, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Liebet eure Feinde, segnet ihr euch Fluchen. Schwestern, wie sieht das in unserem Leben praktisch aus? Wir beten eigentlich, ich denke mal, die meisten Christen beten täglich das Gebet, das Vaterunser. Ja, Vaterunser, geheiligt werde dein Name. Und weiter beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber Geschwistern, ist das wirklich so in unserem Leben, dass der Wille Gottes für uns an erster Stelle steht? Dein Reich, dein Wille. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch zufallen. Kümmert euch nicht um die Sorgen, um die alltäglichen Sorgen. Stellt euch nicht die Frage, was ihr morgen essen sollt, womit ihr euch kleiden sollt. Das Reich Gottes soll für euch an erster Stelle stehen. Geschwister, wie sieht das in unserem Leben aus? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder selber diese Frage stellen. Wie ist mein Leben? Wisst ihr, unser ganzes Leben ist eine Prüfung. Ich habe mal vor kurzem so eine Predigt auch gehalten. Unser ganzes Leben ist eine Prüfung. Auch wir in diesem Wohlstandsleben. Wir werden heute nicht durch Verfolgung geprüft. Wir werden noch nicht, wir wissen es nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber unsere hauptsächliche Prüfung steht nicht in Verfolgung, nicht in Bedrohung. Aber sie steht wirklich darin, ob wir das Reich Gottes, ob wir Gott an erster Stelle stehen. Oder ob nicht vielleicht doch die weltlichen, unsere persönlichen Interessen an erster Stelle stehen. Ich habe schon so einige Male das ausgesprochen. Manchmal müssten wir Christen, wenn wir ehrlich wären, müssten wir beten, mein Reichtum komme, mein Wille geschehe. Das wäre, glaube ich, in sehr vielen Fällen aufrichtiger und wäre ehrlicher. Weil das sehr oft letzten Endes für uns an erster Stelle steht. Wir leben in einem Land, wo diese Dinge sehr hoch im Kurs sind. Ja, ich habe so ein paar Stichworte mal aufgeschrieben. Wellness, Fitness, Urlaub, Spaß, Hobbys. Und wenn wir als Christen manchmal eine gute Tat tun und vielleicht mal ein Lied irgendwo vortragen, dann sind wir manchmal ganz stolz und denken, wir haben Gott gedient. Geschwistern, aber wie weit ist das
oft noch von Selbstverleugnung entfernt. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Unsere Zeiteinteilung. Wisst ihr, ich stelle das immer mehr fest. Wie wenig Zeit verbringen wir damit, wirklich das Wort Gottes zu lesen, Gott zu suchen, im Gebet, im Wort Gottes. Wir nennen uns Christen, wir nennen uns Nachfolger Jesu. Aber wie oft ist das bei uns schon zur Nebensache geworden? Ich denke, eine Prüfung würden wir heute sehr viele nicht standhalten können. Das ist eine ganz einfache Sache. Einfach mal die Bildschirmzeit vom Handy zu prüfen. Einfach mal abends gucken, die meisten Smartphones haben heute ja diese Funktion. Manchmal zeigen sie dir das von alleine sogar an. Ja, die sind manchmal schon schlauer als wir. Dann zeigt das uns abends an. Deine Bildschirmzeit betrug heute, was weiß ich, 3 Stunden, 4 Stunden. Ich habe gehört von einigen, manchmal 8 Stunden. Bildschirmzeit am Smartphone. Geschwistern, können wir davon Selbstverleugnung sprechen? Wenn wir beim Essen, wenn wir auf dem Klo, wenn wir in der Gemeinschaft immer mit dem Bildschirm vor der Nase sitzen und uns sämtliche Informationen aus der ganzen Welt, gut oder nicht gut, sauber oder dreckig oder manchmal sogar antigöttlich, über uns rieseln lassen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das ist das, was Jesus als Maßstab gesetzt hat. Der verleugne sich selbst. Meine eigenen Interessen, meine eigenen Wünsche. Das Reich Gottes soll an erster Stelle stehen. Der Wille Gottes soll an erster Stelle stehen. Und wenn wir heute mal dem gegenüberstellen würden, unsere Bildschirmzeit vom Smartphone und die Zeit, die wir mit dem Wort Gottes verbringen, ich glaube, dass wir bei den allermeisten sehr jämmerlich und sehr kläglich. Und ich denke, Geschwister, das ist etwas, was wir in unserem Leben überprüfen müssen, überdenken sollten und ich denke mal korrigieren sollten, in den meisten Fällen, dass wir Gott suchen, in seinem Wort, auch in der Stille. Ich habe vor kurzem auch über dieses Wort gesprochen in der Gebetsstunde. Da heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Warum haben wir heute so wenig Glauben unter uns? Weil wir uns wenig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich muss da immer wieder an einen Prediger denken. Man nannte ihn damals, und es gibt ein Buch von ihm, der Apostel des Glaubens, Smith Wigglesworth. Er lebte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Dieser Mann hat es nicht mal erlaubt, dass man eine Zeitung in sein Haus brachte. Wenn jemand mit der Zeitung zu ihm kam, um ihm die Neuigkeiten aus dem Krieg oder aus dem Kriegsgeschehen irgendwas zu bringen, hat er gesagt, schmeiß die Zeitung raus. Die darf nicht in mein Haus. Er hat gesagt, ich habe die Wahrheit in der Hand und ich möchte nichts anderes und möchte mich von nichts anderem ablenken lassen. Für ihn war das Gebet wichtig, das Wort Gottes wichtig. Und Gott hat durch diesen Menschen viele Zeichen und Wunder tun können. Ein Mann des Glaubens. Vielleicht findet jemand von euch nochmal dieses Büchlein. Apostel des Glaubens heißt es, Smith Wigglesworth. Gibt es leider nur noch eventuell irgendwo gebraucht auf Amazon.de. Aber ein Mensch, der Gott gesucht hat. Jede freie Minute seines Tages. Und Gott hat in ihm diesen Glauben bestätigt, den er gesucht hat. Das zweite Kriterium, das Jesus hier nennt, er sagt, wir sollen unser Kreuz auf sich nehmen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Geschwistern, das Kreuz auf sich nehmen, das bedeutet, selbst die Bereitschaft in sich zu tragen, auch zu sterben für den Glauben. Alles dran zu geben. Und Jesus selbst wurde versucht, an dem Kreuz vorbeizugehen. Wenn wir 3 Verse davor lesen, ich möchte es auch noch kurz erwähnen, die 3 Verse davor, vom 31. Vers, Markus 8, da lesen wir, und er fing an, sie zu lehren. Jesus spricht zu seinen Jüngern über sein Leiden und Sterben, das erste Mal.
Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Schwestern, eine fast unglaubliche Geschichte. Ja? Vorher fragt Jesus: Für wen halten die Leute mich? Für wen haltet ihr mich? Und Petrus bekennt und sagt, das sind die Verse davor: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus: Ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss dort leiden und sterben, ich muss ans Kreuz, um für die Sünden der Menschheit zu sterben. Und Petrus sagt: Jesus, bloß nicht, geh da nicht hin nach Jerusalem. Und hier sagt das Wort Gottes: Jesus wandte sich um, bedroht Petrus, ja, muss wohl ziemlich bedrohlich ihn angesprochen haben, und sagt: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Schwestern, Jesus wurde auch versucht, das Kreuz zu meiden. Und als er im Garten Gethsemane betete, hat er gesagt: Vater, wenn es möglich ist, so soll dieser Kelch an mir vorübergehen. Aber Jesus hat gebetet: Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Schwestern, das ist das. Die Bibel sagt uns, Jesus wurde auch versucht, wie wir. Er war im menschlichen Leibe, in einem Körper wie wir, wie du und ich. Und diese Versuchungen waren auch real in seinem Leben. Aber die Bibel sagt uns, ohne Sünde. Er blieb ohne Sünde. Er hat den Teufel erkannt in seinen Versuchungen und hat gesagt: Weiche von mir, Satan. Und er ging diesen Weg nach Jerusalem. Er starb für uns am Kreuz. Er löste die ganze Menschheit von ihrer Sünde für Gott und hat ein Reich aufgebaut, was über alle Reiche ist und das ewiglich bleibt. Und er fordert uns auf als seine Nachfolger: Folgt mir nach. Aber unter den gleichen Bedingungen. Jesus sagt: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Geschwistern, sind wir dazu bereit, heute unser Kreuz auf sich zu nehmen? Ja, wenn man heute von Gehorsam spricht in unseren Gemeinden, dann wird das sehr oft von anderen Glaubensrichtungen belächelt, als gesetzlich abgestempelt. Von Jesus heißt es, er war gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Gehorsam. Er hat Gehorsam gelernt in allem, seinem himmlischen Vater. Und er ging und war bereit, am Kreuz zu sterben. Geschwistern, sind wir bereit, wirklich alles dran zu geben für unseren Herrn und Heiland? In vielen anderen Ländern, Geschwistern, müssen heute auch noch Menschen ihren Glauben manchmal mit ihrem Leben bezahlen. Ein Beispiel hat mir ein Bruder erzählt, ich kenne diese beiden Brüder persönlich, die waren in Mauretanien. Mauretanien ist ein Land in Afrika, das sich 100% muslimisch nennt. Sie sagen, wir sind 100% Muslime. Aber auch in diesem Land gibt es eine verborgene christliche Kirche. Und diese zwei Brüder, einer aus Deutschland, einer aus Rumänien, die waren dort und haben sogar geschafft, eine ganze Ladung Bibeln zu diesen Christen in die Wüste hineinzubringen. Und er sagt, sie waren in einer Stadt. Und dort erzählte man ihnen eine Geschichte von einer jungen Frau. Sie war gläubig. Und sie war mit dem Taxi unterwegs und hat aus Versehen ihre Tasche im Taxi vergessen. Und in ihrer Tasche lag eine Bibel. Und der Taxifahrer hat das dann gesehen, die Tasche ist da drin geblieben und hat nach einer Adresse gesucht, wollte diese Tasche der Frau nach Hause bringen. Und nachdem er nach der Adresse gesucht hat, hat er natürlich auch die Bibel dort entdeckt, in dieser Tasche. Und er brachte die Tasche nach Hause. Diese Frau war noch nicht da, die war noch nicht nach Hause gekommen. Aber ihr Vater war da und ihr Vater war Leiter einer Moschee, ein Mullah oder wie man sie auch nennt. Und dann hat er ihm diese Tasche übergeben und hat gesagt, das ist die Tasche deiner Tochter. Aber ich möchte dich darauf aufmerksam machen, sie hat eine Bibel in der Tasche. Und als die Tochter nach Hause kam, hat ihr Vater sie zur Rede gestellt. Was ist los?
Und sie hat ihm dann bekannt, hat gesagt, ja, ich bin eine Christin, ich habe mich bekehrt, ich glaube an Jesus Christus. Und hat der Vater sie aufgefordert, hat gesagt, Freitagabend gehst du mit mir zusammen in die Moschee. Und dann stellst du dich vor der ganzen Moschee hin und wirst deinem christlichen Glauben abschwören und wirst dich zum muslimischen Glauben bekennen, zum Islam. Es war eine junge Frau, um die 20. Sie ging Freitagabend in die Moschee. Sie hat sich vor der ganzen Versammlung dahingestellt und hat gesagt, ich bin eine Christin und ich bleibe eine Christin. Ist sie, und dann sprangen die Menschen auf, in Wut, in Brand, haben die nach draußen geschleppt und direkt vor der Tür erschlagen, zu Tode geprügelt, zu Tode geschlagen. Und man hat diesen beiden Brüdern, ich möchte ihre Namen nicht unbedingt nennen, vielleicht fahren sie nochmal hin nach Mauretanien, um das nicht noch gefährlicher zu machen, als es ist. Man hat ihnen die Stelle gezeigt, wo man diese Frau erschlagen hat. Geschwistern, sie war bereit, das Kreuz zu tragen. Sie hat dieses Wort Gottes, das Wort Christi, ernst genommen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sie war bereit, auch zu sterben für ihren Glauben. Sie wusste, was ihr blüht. Sie wusste, dass das ihr Todesurteil sein wird. Aber sie hat sich hingestellt und hat gesagt, ich bin eine Christin und ich bleibe eine Christin. Unsere Brüder im kommunistischen Russland damals. Ich habe von einigen gehört, man hat ihnen immer wieder einen Zettel hingelegt. Sie waren im Gefängnis für ihren Glauben. Und man hat ihnen immer wieder ein Schreiben hingelegt. Sie sollten nur unterschreiben, dass sie nie wieder predigen werden. Und man hat ihnen gesagt, du kannst frei nach Hause gehen. Du kannst zu deiner Frau, zu deiner Familie. Warum willst du 20 Jahre im Gefängnis verbringen? Unterschreib nur, dass du nicht predigen wirst. Und dann darfst du gehen. Und sie haben gesagt, nein. Dann bleibe ich. Und sie sind geblieben. 18 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre und mehr. Sie sind geblieben im Gefängnis und sind treu geblieben, haben das Kreuz getragen. Geschwistern, was sind wir heute bereit zu tragen und selber zu verleugnen? Es gibt heute viele Christen, die sind nicht mal mehr bereit, um 9 Uhr aufzustehen, um zu Gottesdienst zu gehen. Hiermit möchte ich vielleicht alle Online-Zuschauer auch ansprechen. Ich habe mal mit einem Ehepaar gesprochen, die haben gesagt, nach der Corona kriegen wir unsere Leute nicht mehr in die Kirche zurück. Die schauen sich den Gottesdienst zu Hause im Bett an. Wenn das der Fall ist, dann können wir nicht davon sprechen, dass wir Nachfolger Jesu Christi sind, die bereit sind, das Kreuz auf sich zu nehmen, die bereit sind, ihm nachzufolgen, sich selbst zu verleugnen. Wie sieht unser Christentum aus? Leben wir echte Nachfolge oder nicht? Bei vielen ist das Christentum heute gebettet auf weichen Federn. Das ist häufig Realität. Und man ist nicht bereit, das Kreuz Christi zu tragen. Wisst ihr, ich habe es sogar erlebt einmal von einem Prediger. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel hier schon mal erzählt habe. Ich war in einem Gottesdienst und dort hat einer die Bibel ausgelegt, da war Bibelbetrachtung. Und während dieses Gottesdienstes wurde ein Lied vorgeschlagen, das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich denke, hier in Deutschland kennt das jeder Christ. Von Dietrich Bonhoeffer, das er 1944, Ende des Jahres, im Gefängnis geschrieben hat, als Gedicht. Und da sagte dieser Prediger, aber eine Strophe will ich nicht, dass wir die singen. Da gibt es eine Strophe in diesem Lied, in diesem Gedicht, da heißt es, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Da sagte der Prediger, die Strophe lassen wir weg. Ich will kein Leid im Leben. Ich will kein Kreuz. Geschwistern, können wir dann von echter Nachfolge sprechen? Nein, das ist kein echtes Christenleben. Wenn wir nicht bereit sind, auch Leid anzunehmen,
Hiob wurde von seiner Frau aufgefordert, sag dich ab von Gott und stirb. Hiob hat gesagt, du redest wie die törichten Weiber sprechen. Das Gute haben wir von Gott angenommen und das Böse wollen wir nicht annehmen. Das, was uns nicht gefällt, was uns als Kreuz erscheint. Geschwistern, wenn wir uns Nachfolger Christi nennen, dann müssen wir bereit sein, auch Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, Kreuz zu tragen. Das ist echtes Christentum. Paulus hat das in seiner Zeit schon an Christen beobachtet und hat es angesprochen. Wir lesen das im Philipperbrief, im 3. Kapitel vom 17. Vers. Ich lese 3 Verse, Philipper 3, 17 bis 19. Folgt mir, schreibt Paulus, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Schwestern, Paulus spricht hier von Christen. Er spricht nicht von der Welt, er spricht nicht von den Ungläubigen. Er spricht nicht von den Gottlosen, er spricht nicht von irgendjemand, er spricht von Christen und sagt, sie sind Feinde des Kreuzes Christi geworden. Ihr Gott ist ihr Bauch, ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Sie sind fleischlich gesinnt. Das sind Menschen, die das Kreuz Christi nicht tragen wollen. Sie nicht die Schmach des Kreuzes Christi auf sich nehmen wollen. Geschwistern, das ist ein Kriterium echter Nachfolge Christi. Wir müssen bereit sein, das Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Paulus sagt hier, ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Ich war mal in einem Gottesdienst und da kam eine Frau rein mit Hotpants. Ich weiß nicht, wer weiß, was Hotpants sind, aber so kürzer geht es nicht mehr. Ne? Eine kurze Hose, die also ganz... wie eine Unterhose quasi. Sie kam damit in den Gottesdienst. Ja, die eine Seite vom Gesicht abrasiert. Und ich habe erst gedacht, naja, vielleicht hat sie sich vor kurzem bekehrt, vielleicht kommt sie von der Straße. Nein, das war eine Pastorentochter. Sie war Mitglied der Gemeinde. Pastorentochter. Geschwistern, ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Man spricht heute von Freiheit. Und ist manchmal stolz in der Christenheit. Je schriller, desto besser. Geschwistern, lass uns die Frage stellen, wie ist es in meinem Leben? Und das dritte Kriterium, das Jesus hier nennt, das ist, ohne Scham sich zu Christus zu bekennen. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennen wird, zu dem werde ich mich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Das ist der letzte Vers in diesem Kapitel. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Die anderen 3 Verse möchte ich nicht ansprechen, weil das ist eine Predigt für sich. Ich denke, das würde den Rahmen sprengen. Aber hier spricht Jesus ein Kriterium an und sagt, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen werde ich mich auch schämen, vor meinem Vater, vor den heiligen Engeln. Ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Geschwistern, schrecklicher kann es nicht sein. Wenn wir einmal vor ihm stehen werden und Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht, ich habe euch noch nie gekannt. Und wenn er sich schämen wird, uns seine Kinder, seine Brüder und Schwestern zu nennen. Schrecklicher kann es nicht sein. Deswegen, Geschwistern, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Echter Jüngerschaft, wahrer Nachfolge, dass wir uns zu Jesus Christus bekennen. Schwestern, es gibt Christen, die leben, die sind jahrelang an irgendeinem Arbeitsplatz und keiner weiß, dass sie Christen sind. Sie haben sich noch nie geoutet, dass sie an Jesus Christus glauben. Schwestern, Jesus möchte, dass wir ihn bekennen. Der Teufel versucht gerade den Namen Jesu Christi zu verdunkeln, dass der bloß nicht so oft erwähnt wird, weil Jesus Christus letzten Endes derjenige ist, der den Menschen die Augen auftun kann. Ja, im 2. Korinther, im 4. Kapitel schreibt Paulus, der Gott dieser Welt hat der Ungläubigen Sinn verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums.
Die wichtigste Aufgabe scheint mir fast, die der Teufel hat. Es ist, den Menschen den Blick zu vernebeln für Jesus Christus. Und wenn wir Christen schweigen, wenn wir uns nicht dazu bekennen, dass wir Jesus Christus kennen, dass er der Retter ist dieser Welt, dass er derjenige ist, der uns erlöst, der uns unsere Sünden vergibt, der uns ewiges Leben gibt, Geschwister, dann haben wir unsere Aufgabe verfehlt auf dieser Erde. Und manchmal versuchen wir vielleicht über Gott zu reden, so im Allgemeinen, über den lieben Herrgott. Wisst ihr, da kannst du mit jedem sprechen. Aber über Jesus, das ist eine ganz andere Sache. Ich habe vor kurzem ein paar Gespräche gehabt mit Jesiden. Die glauben auch an Gott. Du kannst mit ihnen stundenlang über Gott sprechen. Aber ich habe versucht, ihnen zu zeigen, du kannst nur durch Jesus Christus gerettet werden. Weil Jesus Christus für dich gestorben ist. Er hat für dich sein Blut vergossen. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Da war die Schotte zu. Wollte er nichts von wissen. Geschwistern, wir müssen uns bekennen, dass wir an Jesus Christus glauben. Ohne Jesus Christus können wir Gott gar nicht kennen. Wisst ihr, um Gott zu kennen, brauchen wir eine Offenbarung Gottes, stimmt's? Niemand auf dieser Welt hat Gott jemals gesehen. Niemand weiß, wie Gott ist, wer Gott ist, obwohl alle Menschen irgendwo nach Gott suchen und diese Frage in jedem Menschen letzten Endes mindestens im Leben, ich weiß nicht, wie oft auftaucht. Jeder Mensch stellt sich auf dieser Erde mal die Frage, gibt es einen Gott, wie ist Gott, wer ist Gott? Und wenn wir wissen wollen, wer Gott ist und wie Gott ist, brauchen wir eine Offenbarung von Gott. Und diese Offenbarung ist Jesus Christus. Die Bibel sagt uns, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er kam auf die Erde und hat gesagt, hier bin ich, ich bin Gott. Zu seinen Jüngern hat er gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes. Er hat uns Gott gezeigt. Er hat uns Gott offenbart, das Wesen Gottes, die Liebe Gottes. Er hat uns gezeigt, wie Gott rettet, indem er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Und der Teufel versucht, das zu vernebeln, zu verwischen, bloß nicht von Jesus Christus sprechen. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Du kannst stundenlang mit Menschen über Gott sprechen. Aber fang an, über Jesus zu sprechen. Dann wird es bei den meisten schon ungemütlich. Deswegen, das Wichtigste ist, dass wir Jesus Christus bekennen als den Herrn. Als denjenigen, der uns das ewige Leben gibt. In Johannes 17, Vers 3 heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir Gott erkennen und diesen Gott, der Jesus Christus gesandt hat. Die ganze Welt spricht von Gott, die Buddhisten sprechen von Gott, die Hindus sprechen von Gott. Wohl bei den Hindus in Indien, die haben 330 Millionen Götter. Keiner weiß, welcher von denen echt oder unecht, falsch oder gut ist. Was für eine Vernebelung. Der Teufel macht die Menschen blind, er macht sie dumm. Er macht sie blind für die Ewigkeit. Und die Bibel sagt uns, das ist das ewige Leben. Dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Geschwistern, und deswegen dürfen wir nicht schweigen von Jesus Christus. Deswegen müssen wir Jesus bekennen. Deswegen müssen wir den Menschen sagen, ohne Jesus bist du verloren. Wir haben so viele, die sagen, ich glaube an Gott. Aber Jesus Christus, die meisten wissen nichts damit anzufangen. Deswegen, Geschwistern, lass uns Jesus Christus bekennen. Die Welt schämt sich ihrer Sündhaftigkeit nicht. Ja, Jesus sagt hier, wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, in einer anderen Übersetzung heißt es, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Die schämen sich nicht. Heute stehen Leute frei auf und erzählen, wie oft sie schon ihr eigenes Kind im Mutterleib getötet haben. Ich habe so und so oft abgetrieben. Ich habe so und so, so viel Partnerwechsel gehabt. Sie schämen sich nicht. Und wir Christen schämen uns oft, Jesus Christus zu bekennen. Geschwistern, ein Anzeichen echter Nachfolge ist,
dass sie sich zu Jesus Christus bekennen. Sie sagen, ich bin Nachfolger Jesu Christi. Und die Bibel sagt uns, in der Apostelgeschichte lesen wir, dass man in Antiochien, die ersten Christen wurden in Antiochien Christen genannt. Warum? Weil sie von Jesus gesprochen haben. Weil sie Jesus nachgeahmt haben. Weil sie Jesus gelebt haben. Und die Menschen haben von sich aus angefangen, diese Menschen Christen zu nennen. Weil sie immer wieder von Christus gesprochen haben. Es gibt von Manfred Siebert so ein Lied, der sagt, ich möchte ein Kreuzschnabel sein, weil ich vom Kreuz den Schnabel nicht halten kann. Das ist so die Pointe dieses Liedes. Jesus, der Erlöser, Jesus, der Retter. Und Geschwistern, wir sollen nicht schweigen von ihm. Wir sollen den Menschen diesen Namen kundtun. In diesem einzigen Namen ist Rettung, ist Heil. Und Geschwistern, das ist etwas, was uns auch unsere Rettung letzten Endes besiegelt. Ich möchte jetzt auch die letzte Bibelstelle lesen, das ist Römer 10, Vers 10. Wie wichtig dieses Bekennen ist, ich lese den 9. Vers auch dazu, da heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Liebe Bruder und Schwester, lieber Christ, der du dich Christ nennst, Nachfolger Jesu Christi nennst, hast du schon mal den Namen Jesu Christi bekannt? Hast du dich schon mal geoutet und gesagt, ich glaube an Jesus Christus? Ich glaube, dass nur er der Herr ist und dass nur durch ihn die Erlösung ist, das ewige Leben. Hast du ihn schon mal bekannt? Wenn nicht, Geschwister, dann müssen wir leider diesen Titel Nachfolger aus unserem Leben rausnehmen. Und die Bibel sagt uns, Jesus wird sich schämen und wird sich nicht zu uns bekennen. Deswegen, Geschwister, diese drei Kennzeichen echter Nachfolge: sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen und Jesus Christus bekennen vor den Menschen. Schwestern, diese drei Dinge sind so wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, wo die Menschen von Christus oft keine Ahnung haben, wer er ist, wofür er gekommen ist und dass er wirklich sie liebt und sie retten möchte. Schwestern, lass uns wirklich hinausgehen in diese Welt und seine Zeugen sein. Ich habe diese Tage einen Anruf von einem Bruder bekommen, ganz begeistert. Ich lag schon im Bett, das war schon 11 Uhr. Er sagt, Ernst, ich habe gerade so ein wunderbares Gespräch gehabt. Es hat sich jemand bekehrt und seine Freundin ist mitgekommen, hat sich auch bekehrt. Sie haben Buße getan, haben Sündenvergebung bekommen, sind jetzt Kinder Gottes. Er musste diese frohe Botschaft einfach loswerden. Geschwistern, es bringt auch Freude, wenn wir Jesus Christus bekennen. Wenn wir diesen Namen kundtun und andere Menschen gerettet werden. Es gibt keine größere Freude, als wenn wir Jesus Christus anderen bezeugen können und Menschen gerettet werden. Lass es uns tun. Lass uns echte Nachfolger sein. Und es wird uns zum Segen sein und anderen zum Segen sein. Wir werden selber glücklich sein und wir werden andere glücklich machen und werden noch viele andere zum ewigen Leben hinführen können. Möge Gott uns darin Gnade schenken.